Geslackt, eingefädelt. Das schau ich aber auch. Nummer 5 lebt. Ja, stimmt, das sagt ja auch immer wieder. Nummer 5 lebt. verkaufen. Nämlich. Ja, deine Muckis sind Muckis. Ja. Yay. Den kriegst du nicht tot. Meine Ohren. Siehst du die fetzen, töten. Siehst du die ganzen Einkerbungen? Das sind alle Leute, die schon mal versucht haben. Ach ja, cool. Sieht man sogar hinten. Hi. Okay, seid ihr soweit? Ich bin soweit, ja. Ja, schon. Auch irgendwer ist einfach. Was? Ja. Das Ding ins Bett. Okay, achso, Sniper. Tauschen. Nee. Beste Handlanger aller Zeiten ging schon los. Achso! Ach, X halten. Tabulator ist noch im Menü. So sollte es jetzt nicht. die Waffe. Da. Die Waffe. Die. Die Diva. Die da. Die Waffe. Hä? Ah. Ah, cool. Nur keine Eile. Freundschaft ist Hass. Freundschaft ist Hass. Danke. Oh, Problemo. Herr Psycho ist einfach so genial, ey. Lass dir Zeit. Also beim Bus kann ich. Ups. Was ist denn los? Mann. Da denke ich mal Sturmgewehre und Raketenwerfer oder so. Gut. Sturmgewehre und Raketenwerfer. Nehmen. Das ist ja meine Scheißwahl. Oh, würde ich nie im Leben machen. Ich hab. Ah, ja. Vor allem du, ne? Kannst du mir jetzt schon vorstellen. Zweiten Teil, da kann ich dann die Raketenwerfer nehmen, die ins Gesicht schießen und heil dich damit. Das ist von wegen. Das Dingens hier explodiert beim Nachladen wie eine Granate, ist bei den Raketenwerfern hier so göttlich. Wie einfach mal den Raketenwerfer auf den Gegner wirfst und der wie eine Rakete fliegt. Ja. Ich liebe das Ding! Jetzt wird's lustig! Oh Gott, ich freu mich dann schon auf oben. Ja, Death Trap killt den Gegner, an den wir alle gar nicht rankommen. Oh. Halt, stopp. Erstmal Quest abgeben, oder? Ja. Yay. Oh, die Waffe sieht aber gleich etwas übler aus. Lol. Mhm. Die ist genauso groß wie du. Ja, irgendwie schon. Alter, das sieht ganz toll aus. Okay. Ja. Eine weitere Herausforderung für Meister. Interessant. Das war wirklich fies. Eieieiei, was sind das denn alles für Explosionen? Explosionen, richtig. Explosion. Ja, Gerütze. Ach, da sind noch welche. Ist ein Killer-Marauder. Ich glaube nicht, dass ich den treffe, oder? Nein, den treffe ich. Ich wollte gerade sagen, Scharfschützen müsste eigentlich gehen. Ja, könnte ich eigentlich schon mal wieder nehmen. Nee, ich hab's ja verkehrt. Mein Gott, ich kann hier schon wieder Badass token. Ja, richtig, Badass. Ah ne, es braucht bei mir ein bisschen, bis das mal Badass einen Rang hat. Badass! Badumts. Nee, ich brauch noch ein bisschen. Gebt dir was zum Heulen? Sieh mich an! Nein, schock dich nicht an. Du wirst zu einem Duell herausgefordert. Wer denn? Wer wohl? Wer haut dir die ganze Zeit mit dem Nahkampf drauf?
Na, jeder. Ja, jeder. Jeder Klangspieler auf dem Arsch. Hammer Lock. Hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Hm. Hallo. Es gilt, Kropfzeug abzuschießen. Aber geschützt. No. Oh. Yay. Metall. So. Claptrap zum Schiff bringen. Psycho-Kopf anpassen. So. Aha. Aber hier gibt's auch nur Pistolen, oder? Ich glaube, hier am Anfang kriegst du noch nichts Besonderes hier bei den Shops. Aber kannst mal gucken. Du bist noch ein Shop. Und bei denen zumindest, ja, sind nur Pistolen. Ja, komm, Flattermänner. Ja, es sind, glaube ich, wirklich nur Pistolen am Anfang. Ich versuche zu treffen, aber ich glaube, das wird nichts. Alter. Ich häng voll. Hey! Lauf ich eben den normalen. Schieße ich ja mit der Schaufel in den Himmel. Passt schon. Deine Schrot von der Seite gerade geworfen. Ja, ich, Kabu schreit ja immer, wenn er so einen Nahkampfangriff macht. Beschütze mich, Unjatan! Beschütze dich selber, du dummes Vieh! Wie einfach alles Steine und alles einfach nur eingesaugt wird. komm schon, schneller! Scheiß auf die Typen! Am Familie und Freund. Ich mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirne nennen. Irgendwie viel zu viel Blut im Gesicht, wenn ich den Nahkampf angreife. Oh. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt, ey. Immer wenn ich dich sehe, denke ich, das ist ein Psycho. Das stimmt ja irgendwie auch, aber. Ich will nicht den Doppelsprung aus Poesie quälen. Alter, jetzt muss ich gucken. Wo ist er denn? Da drüben! Ich darf nicht. Danke. Wie er hier durch die Gegend irrt. Glappy. So. Leer. Oh! Und öffne dich, bam, haut's nur. Oh, der Kerl. Ja! Ui. Und sein Bruder Bam. Bam, Bam, Boom. Was? Ich kann's kaum erwarten, deine Lunge zu kosten. Ich komm nicht an die dicke Pferde ran. Du Schwein, sollst du auch nicht. Gehört gar nicht dir. Entschuldigung. Das ist Kabus Freundin. Das ist sehr weiblich. Ah, ja.
Rübigen habe ich, hab ich damals mal gehört, so im Geschichtsunterricht. Ich glaube, das war jemand vom Krupp-Stahlwerk, der die Gebertha getauft hat. Und er hat sie nach seiner Frau benannt, aber die war nicht dick, die war ganz dünn. Das war einfach nur wegen dem Geschütz, wegen der Geschützgröße oder so. Was kann sein, ja? Ne? Ich glaube, Boom ist gleich. Ja. Geboomt. Granatenmod, Granatenmod. Ja, meine Granaten machen gerade etwas viel Schaden, nicht mecker. Was? So. Moin. Ach, das sind diese Feuerwerksgranaten. Wie viele Granatenmods liegen hier bitte rum, hallo? Ja, eine für jeden, denke ich mal so. Ich wollte es gerade sagen. So viele Bildchen. Wessen Charakter das war, das kann nur Yoshi gewesen sein. Das kann nur Yoshi gewesen sein. Ja, da hätte es auch irgendwie so. Mein Gehirn schmerzt. Hier sind Schilde. Schilde. Gesundheit? Hier sind Schilde, Gesundheit? Hä? Gesundheit? Handlanger. Ja. Nahkampfschaden erhöht. Die dicke Bertha. Die dicke. Oh, nein, Kascha, ne, sollst mich in den Weg laufen. Ich wollte gerade Feuerwerk anzünden. Manu. So. Ja, so. Ja, und nun? Ja, das halt, da, los, da aufmachen, ist ein Lack, halt, stopp. Okay. Okay. Lass dir noch ein bisschen Zeit. Weiß. Das erinnert mich immer an Mass Effect, dass jetzt immer die Renegade-Aktion aufblinkt. Einfach nur so göttlich. Ding! Level 7. Nein, nein, der war's, der war's. Ja, ja, beides noch, oder? Wenn ich will nicht ran aus Geschütz angreifen, ich will den beides mal oder angreifen. Oh oh. Wie hab ich jetzt gefaced? Ah, hier ist ein Maul. Ich hab niemanden gefaced, oh. Alles klar. Ich wollte unten jetzt nicht mit einer Granate bewerfen. Okay. Ja, ist auch eine Art wieder zu beleben, dankeschön. Ja, das ist Psychos Art wieder zu beleben. Normalerweise macht man die ja mit dem Geschütz kaputt, aber irgendwie war das schon kaputt, oder? Ja. Will ich die Pistole? Ja. Ist irgendwie noch ein Gegner. Naja. Ah, eine Team P. Cool. UMP. UMP? Ups. Naja, war auch schlecht. Kommandokopfanpassung. Okay. Okay. Ja, gut, alter Klepptopf. Ja.
Mhm, da waren doch Fässer, oder? Jawohl. Ja. Lass mich rumwählen. Vor allem, wenn du das Geschütz wirfst, in eine Reihe hier vor aufstellen. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz. Richtig. Weißt du ja, das erste Gesetz der Roboter, was war das nochmal? Du darfst keine Menschen töten, irgendwie sowas, glaube ich, das erste Gesetz. Ja, genau, du darfst keine Menschen. Ich hab's immer alle gekonnt. Ich hab's immer alle gekonnt. Mhm. Die ersten drei. Noch lang vor mir. Ja. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Clint ist einfach klasse. Oh ja. Wird ja noch besser gleich. Ja. Warum? Bis zum Kotzen, okay. Wer? Warum lädt sich da? Warum frag ich da eigentlich? Hm? Hallo. Hab keinen Gegner mehr. Na, da steht neben dir. Ich bin das nicht gewohnt, was ich da gerade empfinde. Ich spür kein Messer mehr, drück echt mal, Leute. Drück mir doch endlich mal ein Messer rein. Ich bette doch die ganze Zeit rum. Was hast du gerade gesagt? Ich bin nicht das gewohnt, was ich gerade empfinde. Nein. Oh Gott, nein. Ja, okay. Man hätte vielleicht noch schaffen können, dass da... Oh, oh. So, oh, dann ist er wieder der Falsche, auf den ich da baller. Ist einfach kein Vergleich. Man kann einfach jedes Mal noch drüber feiern, das ist klar. Ja. Aber irgendwie hat das Warum gefehlt gerade. Normalerweise sagt er noch so. Ah, nee, hier. Hier sind grüne Waffen übrigens, Pistolen. Zweimal explosiv. Auf dich lieb. Tschüss bis 2.50 Uhr. Was hast du gesagt? 2.35 Uhr. Mhm. Ja, warum nicht? Was hast du denn geschafft, Kabu? Kein Ach ja, die lieben Claptrap. Warum will ich nicht nachschauen, wer das war? Wie nicht nachschauen, wer das war? Ja, wer da gestorben ist. Ach so. Der war fies. Hm? Sowas kriegt beim Technik- und Wissenschafts-, Wettbewerb nur den dritten Platz. Genau. Ach du Scheiße. So einfach heftig, wie sehr der Claptrap alles tanken kann. Ja, das ist halt das Üble. Das ist so eine Knarre. Ich bin eh voll. Aber warte mal, hier kommt doch gleich ein Automat. Tomato. B. Nicht hm, nicht A, sondern hm. Gott. Brennt alles. Bin da eine tiefe, dunkle Wärme. Der Fleischmuskeln, weißt du? Ich meine, dass das Spiel aber so trotz alledem auch eine Jugendfreigabe bekommen hat, wundert mich trotz alledem. Nee, hat's nicht, es ist ab 18, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, so? Ich glaube auch, ja. Oh, ich hab, wie ich gerade sehe, irgendwo mal eine kleine Minigun eingesammelt. 20 Schaden? Ja, diese Sturmgewehre, die ist wie so eine Minigun ausschauen, ja. Genau, wenn die wer braucht.
Ah, immer doch. Ich glaube erstmal nicht. Lasst euch Zeit. Wie kostet das Schild? 300, ja. Ja, die ist auch nicht klein. Aha. Da. Ja. Nö. Höchstens zum Train. Moment. Mhm. Ich will wieder den Doro Amagati-Spruch, Mann. Der war so geil. Keine Panik. Oh. Wieder da und ich bin dauerhaft geslackt. Yay. Ich hoffe, das Geschrei hört man nicht über die ganze Map. Ey, es... Was, ich schneide dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zählen kannst. Ja, das ist wirklich sehr gemacht, muss ich sagen. Ups. Claptraps Überredungskünste, ne? Ja. Ach ja. Klappus, Trappus. Dachte schon, der ganze Acker wäre geil, aber. Na, das, das trifft. Das, der Charakter hier übertrifft gerade alles. Ja, der Mechomancer, das geht richtig ab. Also vor allem, ich hab schon mal einen richtig hochgeskillten Mechomancer gesehen. Das ist einfach übel. Vor allem mit diesen Waffenstacks, die du im letzten Baum noch aufbauen kannst, das wird irgendwann richtig pervers. Oh ja. Geschützrad hat. Und ich will auch ein Geschützrad dann. Meinst du, Pascal, wo rattert dein Geschütz hin? Das muss deins sein, niemand anderes hier hat ein Kommando. Ja. Mein Geschütz war aber schon weg. Was ist das Rattern war? Piss off! Oh ja, ich geh mal kurz aufs Klöchen. Oh, yeah. Ich hab mal Munition gekackt, aber gleich aufgesammelt. Alles klar. Gleich bitte gegessen. Okay. Wer will das erste Stück? Willst du echt, als würdest du gerade einen Kuchen anschneiden, ey? Öffne deine Adern. Also, eine Sache weiß ich jetzt schon. Hm? Erst du bist tot. Tot, zweitens, ja. Nein, ich werde es vermissen, wenn ich wieder Borderlands 1 mache. ja, das ist es ja. Vor allem, wenn man sich wieder an die Waffenphysik gewöhnt. Das... Ja. Es ist schlimm. Du triffst hier so oft und da. Du schaffst das. Du bist stark. Du schaffst das. Sei stark. Ich glaube, anders hat es der Karten-Ronny. Du musst nicht so viel Yu-Gi-Oh! Gucken. Das... Ich kenne Yu-Gi-Oh! Nicht. Ich kenne das nur so vom Hörensagen her. Ich wollte zwar immer mal kurz reinschauen, aber... Puh. Ja, hinten geht's erstmal zu einer Waffenkiste, oder? Ne, hier sind nur eine Menge Munikisten. Muni. Ich muss mal sagen, die Ulti von Psycho braucht ziemlich lange, um wieder aufzuladen. Das ist das, heftig. Ich bin total ungewohnt, dass das bei Maya so schnell geht. Bei der Cyber.
Die von der Sirene im ersten Teil hatte auch nur 36 Sekunden. Nein, im ersten Teil waren alle Cooldowns richtig, richtig kurz. Ich bin's vom Kommando, ja, Kommando und von Salvador noch gewohnt, dass die richtig lange sind hier im zweiten Teil. Deswegen die von Berserker im ersten Teil war ja auch fast eine Minute. Die kommt mir viel, viel kürzer vor im ersten Teil, muss ich sagen. Also das ist viel, viel kürzer, als ich jetzt andere vom 2 in Erinnerung hatte. Das wird. Okay. Da muss ich sagen, da ist halt die von der Sirene, die Abklingzeit, die kannst du ja wirklich auf Cooldown halten im ersten Teil gerade. Mhm. Oh, das war schade. Recht zu viele. Du müsstest einen kriegen, spätestens den Gefäß locken. Ich wollte dich mal öfters wiederbeleben, Kraschka, weil ich habe gedacht, ich mache neue Sprüche, aber ich mache leider nur einen. Shotgun. Oh, Shotgun. Juppadu, da sehe ich doch schon, dass die schon wieder explodiert beim Nachladen. Okay, die verbraucht eine Menge Muni, aber ist ziemlich nice. Genau, hier war das doch dann, wo man dann irgendwann das hatte mit Munition lädt sich nach, gell, ja. Ah, Gott sei Dank. Ah, endlich was zum Verkaufen. Gott sei Dank, ja, da hast du mal recht. Ja, ausnahmsweise mal. Jetzt kommt ja auch schon der Großkampf. Oh je. Gleich wieder da abkaufen. Wenn du sein kommst, lass ich dich töten. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Doch, klappt doch trotzdem wieder rum. Flintstones. Ja, die Flintstones. Ja, genau, das ist die Waffe, die ich selbst slagged. Die hat mich damals auch fertig gemacht. Haben immer gefragt, was war denn das? Warum bin ich wieder geslaggt? Ich glaube, die finden wir dann alle für irgendeine Quest. Irgendwann so. Ja, Gott. Das ist aber irgendwie in Mitte des Spiels war das, glaube ich, erst. Also. Nein! Oh. Ah, stimmt, Kabus auf K, oder? Mhm. Jo. Unser rosa Wunder. Beste Zeit dafür. Warum bist du nicht mein Freund? Ich bin nicht dein Freund! Ich geb dir was zu heulen. Ja, wieder mal! Danke für den Schmerz in der Fresse. Okay. Tiefe, dunkle ja, toll. Ich muss ja nicht mal unbedingt feuern. Ich kann eigentlich einfach nur einmal schießen, nachladen, dann werfe ich meine Schrotflinte und die macht eh zu viel Schaden. Das ist interessant, dass ich nicht das Magazin werfe. Nein, ich werfe gleich die ganze Schrotflinte. Ja, das ist doch bei allen Waffen so, wenn es da steht. Explodiert beim Nachladen mit der Granate. Kascha, du hast so Äxte da so in deinem. Was für eine Lunte ist denn das da gerade? Das sind irgendwie meine Äxte, die irgendwie sich auflösen in Feuer. Was labert Kabo? Hä? Kabo hat gerade irgendwas gelabert mit Dusche und jetzt ist er wieder da und Kabo hat gerade irgendwas Seltsames gelabert. Ich habe gerade was Seltsames gelabert. Ja, dein Charakter. Achso, jetzt wollte ich schon sagen, die Diskussion nicht gehört, gut. Okay, alles soweit. Jo. Jop.
Yay. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs. Heizt ihn ein. Burn, God, baby, burn. Burn, baby, burn. Auf Deutsch ist es blöd. Brenne, Baby, brenne. Na. Na. Nein, 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 nein. Nicht schön verlieren. Wow, wow, wow. Achso, ja, ist der Feuer. Hm. Gerade nicht beachtet. Kann ich hier mal den Psycho killen? Mann. Doch. Achso, ich habe. Okay, Flint hält ein bisschen was aus. Nur ein bisschen. Ja, der hält immer sehr viel aus. Also, der braucht immer eine Weile. Ich glaube, die Ads von dem, die kommen unendlich, oder? Bis er tot ist. Ja. Ja, okay, dann machen wir das mal Flint. Ich würde ihn gerne im Nachhinein helfen, aber ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Nein. Fact. Geh weg. Kann ich den eigentlich face locken? Tatsache. Okay, das hätte ich eher wissen können. Wo bist du? Wo bist du da? Ja, ist mir eingefallen. Da ist seine Waffe zum Feuer machen. War ja klar. Oh Gott, ich springe durchs Feuer. Ha, ha. Könnte ich mal. Eins. Wenn die Waffe wollte ich jetzt nicht nehmen. Danke. Oh, Mist. Ja, ich wollte eigentlich den anderen wieder beleben. Ich hab's. Sorry. Ja. Sind ja nur meine 20.000 Dollar, die hier jetzt gerade flöten gehen. Oh Gott, sieht die aus. Oh. Gut zum Feuer machen. Aber mehr leider auch nicht. Und verbraucht auch noch 2 Schuss. Das ist gemein. Medikits hier. Medikits hier. Ein Medikit. Kann das übrigens sein, Kampo, dass du gerade schneller gestorben bist oder warst du schon die ganze Zeit tot? Ich war schon die ganze Zeit tot. War schon tot, seitdem er ins DS gekommen ist. Genau. Seitdem ich dich gerettet habe. Oh, yeah. Okay. So, lass mal schauen, Pistölchen. Also der erste Revolver ist geil. Der Rest, ich hätte lieber so eine Repeater. Nimm gerne die Explosiv, kann ich mal testen. Ja. Was ist denn jetzt? Die Qual der Wahl lag an meinen Gehirnlappen. So langsam habe ich das Gefühl, irgendjemand muss den Psycho spielen, wenn ich mal das Let's Play mache. Ja, irgendwie wäre es vielleicht auch. Da war nochmal so eine Billigpistole. Ach du. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt hat jeder eine. Yay, wir kommen hier weg. Yay, verlängert das Fleisch. Jeder. Oh, Lebensdauer verlängert. Ja, klar, wo, ich bin du so, bist ich dreh Däumchen. Assault Rivals. Ja, ja, die will ich. warte mal kurz, ich muss mal kurz weg. Moment. Erstens, Treiber. Logisch. Zweitens, Kerle. Aber nur hässliche
Einsam. Oh, wieder doch. WD! Du darfst nachher tun, Yoshi. Ist doch alles klar. Warum kann man die nicht abschießen? Okay. Ohne Mauer. Hey, Kabu. Ha? Hat auf ein Sturmgewehr. War wir schon ein Sturmgewehr? Das genannt, Passung? Na, du hast gerade ein Sturmgewehr eingesagt. Da. Zeit. Ah! Shit. Irgendwann muss ich das noch lernen, bieten. So. Wo ist denn der Kopf bei denen, wenn man die gefaced hat? Hä? Muss gedrückt halten. Mhm. So, vorne hat's doch auch geklappt. Nein, man muss das Ding gedrückt halten irgendwie. So. Jetzt. Mhm. Muss es rüberziehen. Was? Worum geht's eigentlich gerade? Um. Verhütung. Aha, aha. Mhm. Ah, ja. Ja. wie war das nochmal der Witz? Wenn der Mann heimlich verhütet und Frau kriegt sich mit, sagt dann am Ende, na, wie wollen wir das Kind nennen? Man zieht das Kondom ab, wenn es da rauskommt, David Copperfield. Oh Gott. Verflucht. Oh, sorry, verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catteride-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catteride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Und du darfst was anderes besorgen. Zu alle, zu viert mit dem Auto. Das, na ne, wir können ja nur zwei spawnen, ne? Cabo, das ist ja, ein KI. Aber trotzdem. Ist nur virtuell. Zweimal. Zweimal zwei. Leute, es passt schon rein. Und in die späteren passen, glaube ich, sogar vier Leute rein in die Banditenautos. Ja. Eins. Toll. Tschüss. Er möchte Kleinholz sehen? Kauf Setback. Dreh durch, Robert. Rattentata. Kannst du die mal ein bisschen besser tanken? Ein Gratisfahrzeug. Ich mag, hier ist eine Waffenkiste, Freunde. Ich mag Gratisfahrzeuge, es hat damit zu tun, dass was hast du kosten. Gesagt? Was wäre ich? War da was mit Sniper? Nein. Da Kraschka, du aber. So. Oh. Ja, waren eh nur zwei weiße Assault Rifles. Außer die waren natürlich gut. Kraschka waren die guten. Hm. Grüne. Menschen, dann schon. Ich gucken. Ja, einige sind ja relativ beide. Wir könnten sogar besser sein. Sind beide auf jeden Fall. Das sind halbautomatische. Damit du schnell wieder abdrücken kannst. Hm. Das ist dann natürlich schon lecker. Wenn du auf die Tasten hämmern willst. Da läuft man grün gedrückt rum. Was machst du? Da läuft ein grün. Ich bin einfach nur hinter dir. Okay. Mhm. Also, ich bin hinter dir hergelaufen, hab nur so eine grüne Wolke gesehen, die rumgelaufen ist. Tu es! Schneller! Warte,
Komm schon. Ich mag die Autos hier mehr. Na dann. Auch ein Raketenwerfer. Aber okay. Tüt, tüt, tüt. Hast du gerade tüt, tüt gesagt? Ja, ich glaub schon. Wo muss man eigentlich lang? Ich glaub darüber, ne? Ja. Darüber springen, ja. Oh Gott, ui! Limon? Naja. Limon, Limon. Ich habe keine Erfahrung. Oh, die Sprüche sind einfach nur der Burner. Bumm. Was war das? Ganz ruhig, Arschgau. Hier ist viel zu viel los. Weißt du? Könnt ihr mal aufhören, nicht gegenseitig mit den Fahrzeugen zu besteigen? Was denn? Oh, warum labert eigentlich da unter der Platte, oder? Ja, das ist es ja. Ich hab's ja schon im Let's Play. Ich nicht auch noch so. Es hätten vielleicht zwei Leute fahren sollen, die fahren können. Ja, das ist glaube ich, gerade das Problem unserer Fahrerwahl, die wir derzeit haben. Wer fährt denn gerade im anderen Auto? Cabo oder Yoshi? Yoshi. Na, ich. Dann wundert's mich ein bisschen. Weißt du, die sind halt auch nicht anders als wir. Nur jünger. Ich fühle mich aber nicht mehr so. Ich fühle mich so vergewaltigt in diesem Auto. Das ist unglaublich. Alter. Ich glaube, ich muss dringend gucken. Ein Crash kann die Karre ist nicht versichert. Was gibt's denn? Wir sind nicht im Autoscooter, ey. Ich glaube, die können einfach kein Auto fahren. Das ist echt. Das war jetzt eine Strecke von 20 Metern, die wir gerade zurückgelegt haben. Das ist echt. Als wären hier alle mit 4,0 Promille unterwegs, ey. Ja, das hat ja gut geklappt. Ich will über das MG als den Raketenwerfer. Ui! Klappt das? Hey, das ja, danke. Na, was haben wir denn hier alles? Oh, nein, die Autos haben keinen Airbag. Also, spätestens jetzt ist mir auch schlecht. Warte mal, ich steig mal aus. Das tut mir gerade etwas. Sport ist sein Haus. Yay! Ich glaube, ich gehe mal raus, damit wir ein bisschen mehr XP bekommen. Wo ist? Ach, da unten ist einer. Oh, endlich voran. Okay. Geil! Cabo's alive. Das können wir gucken, wie alive! Ah, da war die Handbremse. Sehr schön. Ja, nö. Überhaupt nicht allgemein gefährdend. Nein. Hier kommt niemals das Sanctuary rein, ihr Skecklecker. Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick. Roland wird mit dir reden.
Echo rufen. Roland, ja, Essen ist fertig. Also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Der war ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Gib Lodern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary, dann bist du einer der Raiders. Ach, der arme Reese. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Nein! Ich will nicht mehr mitfahren. Allerdings habe ich jetzt ein MG. Okay. Moment, habt ihr noch Muni geholt? Ach so, jo. Es kann ja gar keine Sprüche mehr ablassen. Verdammt. Cabo fährt. Das heißt, es wird noch schlimmer jetzt die nächste Runde. Wieso darf ich eigentlich nicht? Nein, das, nein. No. Wo müssen wir eigentlich hin? Sind wir noch richtig unterwegs? Ich weiß es nicht, ich fahr nicht. Was ist jetzt los? Wer fährt da? Cabo, fährst du? Nö. Das Na. Auto fährt. Ja, wollte gerade sagen. Der Cabo fährt doch nicht. Du schießt und Cabo ist der zweite Schütze. Okay, zum Halten der Waffe. Bringt er eigentlich Leertaste gedrückt? Ja. Macht man da? Was? Bei Leertaste gedrückt? Das ist. Ich weiß nicht, wie. Ich glaube, das ist die Handbremse Standard. Ich weiß bloß nicht, wie die standardmäßig belegt ist. Kann sein, dass es Leertaste ist. Nee, wenn man jetzt am Geschütz ist, dann setzt sich so ein Balken auf. Was macht der? Keine Ahnung. Geht bei mir nicht. I don't understand this. Vielleicht. Kann ich mal kurz? Rakete? Ja, dann geh rein. Ich habe erst gedacht, zielverfolgend, aber so richtig geklappt hat das nicht. Na. So, lädt. Ich sehe keinen Balken, der sich auflädt. Vielleicht ist es nur beim Wenn Psycho irgendwas. Na, das glaube ich nicht. Alter. So. Aber da hinten müssen wir irgendwas machen. Der Arme, ja. Der liegt die ganze Zeit am Boden, ey. Ja, komm her. So. Schön, da. Wo ist es? Da war noch einer am Leben. Immer schön luftig bleiben. War das ein Ach, da vorne liegt. Ich muss dringend wohin. Ja, wir müssen ja noch einsammeln, das Teil. Toro, Toro, ole, ole, ole. Ich hab's versucht. Wessen Auto bin ich jetzt? Ah, okay. So, also wo da runter? Auf wem sitze ich gerade? Ich glaube, wir müssen jetzt erst ein Auto raus, wenn ich mich nicht irre. Ja, Merrifield. Absteigen. Okay, Moment kurz, ich bin mal kurz auf AFK dann gleich. Okay. Ich hab grad einen Bullimon. Moment, die Bullimons kenne ich eben noch mit. Dann, nur ganz kurz. Mistviecher. Okay, bis gleich. Bis gleich. Jupp. Yep.